Was viele nicht wahrhaben wollen, scheint allmählich Gewissheit. Elektromagnetische Strahlen machen immer mehr Menschen und Tiere krank. Vor allem den Hochspannungsleitungen und Sendeanlagen attestieren Wissenschaftler eine gefährdende Wirkung. Stichwort Elektrosmog. Weltweit warnen auch Fachleute, aber Behörden wiegeln ab. Judith Nosper über einen oberbayerischen Bauern, blinde Kälber und einen sehr mutigen Kreisveterinär. Im Stall von Bauer Altenweger sind die Kühe krank. Sie werden zu früh oder mit Missbildungen geboren. Der Verdacht? Elektromagnetische Strahlen der Mobilfunkanlagen machen die Tiere krank. Denn 300 Meter von seinem Hof entfernt stehen Sendetürme. Seit 1991 hat die Telekom eine Funkstation für Handys auf dem Mast. 1996 kam auch noch Mannesmann dazu. Bilanz seit dieser Zeit? 3 Missbildungen, 6 Totgeburten, mehrere Frühgeburten. Insgesamt verliert Bauer Altenweger fast 20 Tiere unter merkwürdigen Umständen. Für ihn steht fest, die Strahlen machen Tiere und Menschen krank. Man merkt ja genau, dass an so Sendern eine Riesenstrahlung ist. Von Messungen her weiß man ja das. Und bei uns sieht man ja das nicht nur an den Tieren. Bei uns auf dem Hof sieht man es an der Natur, bei den Bäumen. Und auch bei den Menschen. Wir haben sehr viele kranke Leute hier in Obernhof und in der näheren Umgebung von Obernhof. Und da kann man sagen, warum bei den Tieren, bei den Menschen und bei der Natur. Die Behörden interessiert das nicht. Bauer Altenweger wird selbst aktiv, gibt eigene Messungen in Auftrag. Ergebnis? Die Strahlenbelastung liegt um ein Hundertfaches höher als beispielsweise in der Umgebung des Münchner Fernsehturms. Und? Bauer Altenweger lässt seine Tiere vom Amtstierarzt untersuchen. Danach steht fest, Ursachen wie Tollwut, BSE oder andere Infektionskrankheiten sind ausgeschlossen. Sein Amtstierarzt bestätigt ihm sogar schriftlich, für die Krankheiten bei den Tieren sei nur die Dauerbelastung durch elektromagnetische Felder als Ursache festzustellen. Bis heute sind diese Erkenntnisse nicht veröffentlicht. Der Grund? Das bayerische Sozialministerium verhängt einen Maulkorb. Der Amtstierarzt hat Angst um seinen Job und schweigt. Doch ein befreundeter Wissenschaftler bestätigt, dass die Fachveröffentlichung erneut nicht zur Publikation freigegeben werden kann, da das bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit eine Veröffentlichung nicht wünscht. Bauer Altenweger lässt nicht locker, bombardiert die Gesundheitsbehörden mit Protestschreiben. Im März endlich veranlasst das bayerische Umweltministerium offizielle Messungen, schiebt den schwarzen Peter aber gleich an das Bonner Umweltministerium weiter. Meine Forderung, dass es jetzt schnell weitergeht, geht zunächst mal an den Bund. Ich brauche Geld. Ich sehe nicht ein, dass ich in Bayern alleine Geld ausgebe. Es wird nämlich eine teure Geschichte. Dass ich alleine Geld ausgebe, wenn anschließend die Ergebnisse international und national ganz besonders wichtig und bedeutsam sind. Und ich sehe auch nicht ein, dass ich für jemanden, der zuständig ist, ständig in Voranlage trete und bezahlen muss, was da im Einzelnen zu tun ist. Telekom und Mannesmann machen Millionengewinne. Die Ministerien streiten um Zuständigkeiten. Und die Tiere von Bauer Altenweger, sie sterben weiter. Josef Altenweger ist zu uns ins Studio gekommen. Guten Abend, herzlich willkommen. Und zum anderen Dr. Axel Böttger vom Bundesumweltministerium. Er ist zuständig für medizinisch-biologische Angelegenheiten des Strahlenschutzes. Habe ich es korrekt formuliert? Jawohl, guten Abend. Guten Abend. 20 Jahre gibt es ja bei Ihnen schon den Fernsehturm fürs ZDF und für die ARD und so weiter. Aber dann kamen plötzlich die hochfrequenten Strahlungen, also für Handy, für Mobilfunk. Was ist dann passiert? Wie lange hat es gedauert mit der Installation dieser neuen Sendeanlagen, bis Sie in Ihrem Stall oder an sich selbst und bei den Menschen gemerkt haben, hier läuft was schief? Wir haben 2 Türme vor unserem Hof. Das ist einmal ein Telekom-Turm, der ist 150 Meter hoch. Der ist 1991 ausgerüstet worden mit Mobilfunk. Mhm. Und dann 1995 kam zu uns in Ort nochmal ein Mannesmann-Turm, auch ein Mobilfunkturm, wurde auch sehr stark in letzter Zeit aufgerüstet. Und man sieht eigentlich bei mir genau vom ersten Mobilfunknetz, vom Telekom-Turm aus, sieht man die Folge praktisch,
im Abstand schön 3 Jahre ungefähr ist das mit den Tieren angegangen. Sind die ersten Tiere. Sie sind aber nicht der einzige Bauer, wo es so ist, sondern umgeben geht es genauso, Ihren ganzen Nachbarn. Es ist, bei mir ist eigentlich der schlimmere Fall, weil ich bin am nähersten am Turm. Mhm. Und es hat eigentlich in der näheren Umgebung von mir hat keiner mehr Nutztiere. Und dennoch sagt man immer noch, es stimmt ja alles gar nicht, der spinnt und so weiter. Und das ist ja alles ein Wahnsinn. Herr Dr. Böttger, warum gibt es denn immer noch keine gesicherten Erkenntnisse über hochfrequente Strahlungen? Es gibt eine ganze Menge Erkenntnisse über die Wirkung von hochfrequenten Strahlungen. Nur, da sind wir in dem Dilemma, es gibt sehr, sehr viele Studien, einzelne Studien, die sehr zum Teil auch sehr medienwirksam vorgestellt werden, die einmalige Ergebnisse darstellen. Und wenn man diese Versuche ein zweites Mal wiederholt, kann man diese Ergebnisse oft zum Teil nicht wiederholen. Dann sind wir im Dilemma, wie sollen wir diese Studien beurteilen? Und das ist unser Problem. Ich begrüße hier bei uns im Studio Professor Günter Kees, ein ehemaliger Wissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München. Er war zuständig für Elektronik und Radar. Unterstreichen Sie das, was Herr Dr. Böttger sagt? Das kann man nicht einfach so sang- und klanglos unterstreichen. Es gibt nicht nur. Wenn Sie das Mikro ein bisschen näher nehmen würden, bitte. Es gibt nicht nur Studien, die einmalig wären, sondern es gibt beispielsweise in den GUS-Ländern Therapien in der Klinik, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, seit mehr als 20 Jahren. Ich habe mit Ärzten gesprochen bei einem Symposium in Moskau, die mir erläutert haben, was man mit solchen hochfrequenten Strahlen alles machen kann, und zwar im Guten in diesem Fall, nicht nur im Schlechten, aber es sind ja auch andere Wirkungen vorstellbar. Würden Sie sagen, dass das, was Bauer Altenweger hier uns erzählt, was wir im Film gesehen haben, dass das möglich ist? Selbstverständlich ist es möglich. Wir haben eine ganze Reihe von Beobachtungen in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern, die ähnliche Ergebnisse zeigen, nicht immer an Tieren, sehr häufig an Menschen. Ich darf vielleicht an den Sender Schwarzenburg in der Schweiz erinnern, der mit ähnlichen Feldstärken die Umgebung belastet hat wie hier in Schneidsee. Und dieser Sender ist vor 3 Wochen abgeschaltet worden und seitdem bessert sich der Allgemeinzustand der Bevölkerung dort ganz erheblich. Herr Dr. Böttger, wenn Sie es nicht kennen sollten, was in Schwarzensee in der Schweiz passiert ist, da hat man einfach mal 4 Wochen lang den Sender immer wieder aus- und eingeschaltet, vielleicht den Zuschauern zur Erklärung, aus- und eingeschaltet, ohne die Menschen zu informieren. Ja. Die haben ein dezidiertes Tagebuch geführt und es wurde festgestellt, an den Tagen, wo der Sender ausgeschaltet war, ging es den Menschen besser, den Tieren besser, der Natur besser. Warum, nochmal die Frage an Sie, gibt es kein Geld für Langfristuntersuchungen? Warum gibt es kein Geld für grundlegende Untersuchungen? Warum handelt man nicht? Vielleicht sollte ich einfach erst mal erklären, wie unsere Grenzwerte festgelegt werden, wie wir zu unseren Grenzwerten kommen. Wollen wir diese Grenzwertdiskussion hier führen? Ich denke, wir sollten sie wenigstens kurz erklären, dass wir sind nämlich in der Bundesrepublik eines der ersten Länder, die eine gesetzliche Regelung zur Festigung von Feldstärken von Grenzwerten für elektromagnetische Felder haben. Nun liegen bei uns die Grenzwerte, wenn ich richtig informiert bin, über denen in Russland. Also Russland hat wesentlich niedrigere Grenzwerte als wir zum Beispiel. Die russischen Ergebnisse sind bisher der Fachöffentlichkeit nur sehr beschränkt zugänglich. Das ist aber doch kein Beweis für die Richtigkeit oder Falschheit. Es findet gerade Mitte Mai in der Sowjetunion ein internationales Symposium statt, um die Ergebnisse endlich auch der westlichen Welt zugänglich zu machen. Und hier sterben die Tiere. Er kann auf seinem Hof nicht mehr leben. Und er ist nicht alleine. Dieser Hof wird zurzeit sehr detailliert untersucht. Und es ist noch lange nicht klar, ob die elektromagnetischen Felder die Ursache für die Erkrankung der Kinder, der Kühe sind. Der Bayerische Landtag ist ein sehr unterschiedliches Gremium. Ausnahmsweise ist man sich im Bayerischen Landtag auch einig, dass schnellstens etwas geschehen muss. Einmal, um den Menschen die Unsicherheit zu nehmen und zum anderen, um solchen Menschen wie dem Bauer Altenweger zu helfen. Wo bleibt das Geld? Der Herr Goppel fordert Geld. Das wird ja durchgeführt. Von dieser Forderung weiß ich bisher nichts. Sie haben sie gesehen gerade. Ja, ist noch nicht ans Umweltministerium getragen worden. Das muss man also schriftlich ans Umweltministerium in Bonn. Das muss schon ein Verwaltungsvorgang sein. Das kann man nicht so ohne weiteres übers Fernsehen machen. Herr Böttger, gibt es denn mehrere Fälle in Deutschland, nicht nur den Bauer Altenweger? Es sind
Ich habe mich erkundigt, es sind keine weiteren bekannt. Mir sind keine weiteren bekannt, dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium sind keine weiteren bekannt. Es sind keine weiteren bekannt. Da muss ich eigentlich widersprechen, weil bei mir rufen sehr viele betroffene Bauern an, die wohnen im Sassender wohnen. Und die sagen eigentlich, das sind die gleichen Symptome wie bei mir, so bei den Tieren. Also sterben die Tiere? Sterben nicht so extrem, nicht wie bei mir, aber die Verhaltensstörungen und die Verwerfungen und die Fehlgeburten praktisch. Also ich denke, wenn wir das alles hier so abwägen, es bedarf einer Langzeitstudie, und zwar nicht in langer Zeit, sondern so schnell wie möglich. Und man muss wirklich jetzt Gelder in die Forschung stecken, um ihm zu helfen, anderen zu helfen und ich denke auch mal, um die Menschen vor der Unsicherheit zu befreien. Würden Sie mir da zustimmen, Herr Dr. Böttger? Frau von Welser, die Bundesregierung gibt schon seit vielen Jahren sehr viel Geld für die Erforschung der elektromagnetischen Strahlung aus. Und sie macht es auch im Konsens mit internationalen Gremien, mit der Weltgesundheitsorganisation, mit der Internationalen Kommission zum Schutz von nicht ionisierender Strahlung, wo unabhängige Experten das Wissen auf der Welt bewerten und darauf verlassen wir uns. Und wir fragen nach, wie lange es gedauert hat von dieser Sendung bis zu ersten Ergebnissen. Dürfen wir das? Danke. Wir können jetzt keine Fachdiskussion Nein, führen. Aber Sie müssen so fair sein, mir bitte noch einen Satz sagen. Die Bayerische Landesregierung untersucht die Fälle und ich kann sagen, dass Ende Mai erste Zwischenergebnisse vorliegen werden. Sehr gut, aber wenden Sie mich bitte nicht an mich, sondern an die Bayerische Landesregierung, die Untersuchung durchführt. Dankeschön, dass Sie da waren.